Sie sind hier, 22. Juli 2018, 15.42 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern rund 71.000 Zuschauer verfolgen den Deutschland-GP in Hockenheim. Urheberrecht Getty Images. Beim vorerst letzten Formel-1-Rennen in Hockenheim erlebt der Betreiber einen Fanansturm. Es kommen ähnlich viele Zuschauer wie zur Zeit von Michael Schumacher. Bester Wert seit der großen Schumacher-Ära, volle Tribünen in Hockenheim. Beim vorerst letzten großen Preis von Deutschland vermeldete der Veranstalter 71.000 Zuschauer und volles Haus. Letztmals wurde dieser Wert 2005 übertroffen, als 75.000 Fans Rekordweltmeister Michael Schumacher im Ferrari anfeuerten. Gegenüber dem Jahr 2016, 57.000, als die Formel 1 letztmals in Deutschland und Hockenheim Station gemacht hatte, bedeutete das ein Plus von 14.000 Zuschauern. Zwei Jahre zuvor waren gar nur 52.000 Zuschauer gekommen, historischer Tiefstwert. Unangetastet bleibt die Rekordmarke aus dem Jahr 2002. Bei der ersten Auflage nach dem Umbau und der Verkürzung des Hockenheimrings verfolgten auch dank zahlreicher Zusatztribünen 93.000 Zuschauer den Sieg von Rekordweltmeister Schumacher im Ferrari. Zukunft des Deutschland-GP ungewiss. Die Zukunft der Formel 1 in Deutschland ist trotz des positiven Zuschauertrends höchst ungewiss. Für 2019 besteht kein Vertrag. Wir können und wollen nicht mehr ins finanzielle Risiko gehen, sagte Hockenheim-Ringchef Georg Seiler. Eine ähnliche Haltung vertritt der Nürburgring, auf dem letztmals 2013 ein großer Preis von Deutschland gefahren wurde. Punkt. Die offiziellen Zuschauerzahlen an den Formel-1-Rennsonntagen in Hockenheim seit 2002 zu 2002: 93.000 2003, 72.000 2004, 74.000 2005, 75.000 2006, 70.000 2008, 67.000 2001, 65.000 2001 2, 59.000 2001 4, 52.000 2001 6, 57.000 2001 8, 71.000.